Weiter geht's. Bisschen Gazelle-Training hier heute. Und ich verfolge mal den Fluss. Da hinten sollte sich irgendwo ein Farbe finden. Irgendwo da hinten. Ich weiß noch nicht, wie weit da hinten. Laser da unten. Ja. Denk an das Laser. Radio. Zack, zack. Ich glaube, Nico, dass wir sowieso noch eine ganze Ecke weiter nach vorne müssen. Ja, wir müssen noch ein ganzes Stückchen vor. Schlüssel. Krieg mein Bildschirm nicht an. Du hast die Drehschalter, also du hast erstmal den Schalter zwischen deinen Helligkeitsreglern und Kontrastreglern nach oben gemacht, ja? Gut, dann hast du in deinem rechten Panel so einen Knopf mit einer weißen Linie, den stellst du auf M. Und dann sollte der eigentlich schon angehen. Beziehungsweise du hast da drunter noch einen Drehregler, den stellst du mal auf, was ist denn das? P2 oder PLL. Also gerade nach vorne. Also auf den Zoom hingelegt. Das fahrt bei dem Haus da vorne. Das muss irgendwo an der Straße sein. Ich bin mir gerade gar nicht ganz sicher. Beziehungsweise wir schwimmen mal über den Fluss. Ich habe es auch noch nicht gefunden. Wenn man den Fluss folgt. Ich glaube, ich habe sie gesehen am LKW. Ein LKW, der auf der Straße fährt. Ah, Ja, das steht ich habe es auch. hinten hinter der Baureihe. Ich habe es auch gefunden. Ich weiß nicht, wie ich die Geschwindigkeit messen kann. Die Entfernung. Du musst deinen Laser Cover Button hoch machen Ja. und dann den Laser Button drücken. Aber wenn du zu weit weg bist, dann kann das sein, dass es nicht funktioniert. Wir haben jetzt eine Entfernung von 11 ungefähr bis zum Farb. Bei mir geht es so. Also ich sehe Fußvolk. Ich sehe 1, 2 Häuser, aber ich sehe momentan keine Kobras. Ich sehe noch einen LKW links gelagert. Vor der anderen Baumreihe steht auch noch ein Soldat, das könnte ein Landmark sein. Irgendwo hier rechts in den Bergen befindet sich auch noch ein Panzer, meine ich. Irgendwas anschalten, damit das Laser angeht. Damit das Lasern angeht, nee. Ich steige mal ein bisschen nach oben. Und guck mal, ob ich den Panzer entdecken kann. Welcher Gegend seid ihr überhaupt? Du kannst mal auf F10-Karte gucken, wo wir sind. Wir sind gar nicht so weit weg von dir. Bisschen nach Norden und bisschen nach Osten, also nordöstlich. In der Stadt Landschuti. Die F10-Karte ist voll. Muss mal ein bisschen rauszoomen. In den Bergen, in der Nähe von den Bergen. Wir sind über die Berge drüber weggeflogen, also Ach, nördlich Entschuldigung. nach Norden und eben das Stückchen über die kleinen Berge. Das ist eine Flugzeit von 5-6 Minuten. Hätte man noch ein bisschen vorwärts fliegen. Ja, mach das. Guck mal, ob ich hier diesen komischen Panzer finde. Was haben wir da?
Also wir können auf jeden Fall diese vier Häuser, die da stehen, drei oder vier Häuser. Das ist auf jeden Fall Ziel. Gut, die Cobras sind jetzt Gott sei Dank gerade nicht da. Ansonsten ist da noch Mannvolk. Den Panzer konnte ich bisher noch nicht ausmachen. Ich folge dir und komme auch noch ein bisschen dichter dran. Der ersten Amtshandlung für mich wird sein, dass ich eine vernünftige Borstige irgendwann Eine vernünftige was? habe. Borstige. Warte mal, jetzt müsstest du mich besser hören. Oh ja, viel besser. Ich hatte aus Versehen mein Mikro runtergeschoben. Einen vernünftigen Joystick. Okay. Mit einem präzisen Sensor. Wie dicht bist du jetzt dran? Bin, ja, ich kann ja die Distanz nicht messen, aber ich bin an dieser einen Baumreihe hier vorne, die du Ja, optisch siehst. ich bin unter dir. Ich werde mich mal hinter dieser Baumreihe verstecken. Werde jetzt versuchen, in den Hover zu kommen. Ich sehe dich. Viel höher als du. Ja, du bist viel höher als ich. Jetzt erstmal in den Hover-Modus gehen und dann versuchen, noch ein bisschen zu sinken. Los on. Wenn ich im Hover-Modus bin, kann ich den Hubschrauber noch ein bisschen ausrichten oder muss ich den vorher ausmachen? Du kannst den mit dem Slave-Modus und dem optischen Visier kannst du den dann ausrichten. Hatte ich den Slave-Button drauf gedrückt. Der ist standardmäßig auf C. Und wenn du dann bewegst, dreht sich der Helikopter mit. Ob ich jetzt Distanz messen kann? Ne, da passiert nichts, wenn ich auf den Laserknopf drücke, du. Irgendwas fehlt noch. Okay. Quatsch, was habe ich denn gesagt hier? C ist ja die Höhe. Was war denn der Slave ist das? Ich muss mal eben nachgucken. Bin irgendwo auf den Joystick gelegt. Ah ja, habe ich. Aber Slaved steht jetzt da. Ja, genau. Aber Lasern funktioniert trotzdem nicht. Und die Also ich Abdeckung kriege ist. jedenfalls keine Distanzmessung. Okay, ja, dann musst du noch mal gucken unter Lasing Button. Warte mal, ich schau mal eben nach für dich. Bei mir ist der da. Bei mir ist das Keyboard auf dem Keyboard ist das die Taste W. Dann lege ich wieder auch mal irgendwo hin. Okay. Scheiße, wir sind immer noch viel zu weit weg. Ich habe noch 12. 12 Kilometer. Ne, Quatsch, 8 Kilometer. Warum sagt er bei dem Haus 12? Ja, es funktioniert zwar, aber ich krieg trotzdem keine Distanz an. Also ich habe das Zielkreuz und da steht 000 und 082. Ja, und wenn du laserst, sollte in dem. In dem linken oberen Viertel dieses geteilten Kreises sollte eine Zahl stehen. Wenn du zu weit weg bist, dann kriegst du keine Entfernung. Vielleicht versuchst du mal einfach ein Ziel etwas dichter am Boden einfach mal anzulasern. Gucken, ob es dann geht. Wenn ich jetzt hinten den Berg nehme zum Beispiel und will da lasern, dann kriege ich auch kein Ziel oder keine Entfernung. Ich glaube, das Maximum ist bei 13, nee, 13, 14 Kilometer. Weiter ist nichts mit Lasern. Ich Ich kriege auch keine Zahl, wenn ich direkt vor mir auf den Boden lasere. okay. Ich wüsste Ja, jetzt aber nicht, ist dass nicht man angestellt. Master Arm an. Nee. Mach den mal an, vielleicht liegt es daran. Negativ. Du hast Ich habe SA3 Power auf Maché. Ich habe den Schalter daneben, der steht unten auf Arret. Muss der vielleicht auch noch auf Maché? EH.
Ich weiß nicht, welchen Schalter du meinst. Den CTH? Rechter, ja, genau, CTH. Den habe ich auch auf. Ja, den machen wir auf Maschee. Dann soll's gehen. Positiv, 5919. Das ist die Distanz in Meter, richtig? Ja, ja. Das ist korrekt, die Distanz in Meter. Und ich Was hat die Hot für eine Reichweite? Ich sehe den Panzer. Die hat 4, meine ich. Ich weiß es jetzt ehrlich gesagt gar nicht. Ich glaube, die hat 4. Und ich habe jetzt mich so ein bisschen verhaspelt hier. Wo war denn jetzt das Ziel? Da habe ich Fußvolk. Fußvolk in 5 Kilometer entfernt. Du hast den Panzer gesichtet. Na, dachte ich, es ist aber ein Fahrzeug auf der Straße. 10 Kilometer ist ungefähr weg. Ich überlege, ob ich mich nach rechts bewege, die Baumreihe entlang, mich in den Dings verstecke, zwischen den Gebäuden und dann mich auf Schussreichweite ranpirsche, um die Häuser zu zerstören. Probieren. Ja, das werde ich tun. Den machen wir wieder aus. Also ich wechsle jetzt auf die rechte Flussseite, Richtung Gebirge, verstecke mich da an den Bäumen und fliege noch eine ganze Ecke dichter zum Farb. Okay, ihr habt die rechte Baumreihe am Gebirge erreicht. Ich bin über der Bahnlinie. Ich bin auf der Straße, die am Hügelkamm ist. Ja, der folge ich auch gerade. Mal gucken, dass wir nicht zu weit nach vorne kommen. Und wie gesagt, wir dürfen nicht vergessen, dass irgendwo hier noch ein Panzer ist. So, ist hier irgendwo ein schönes Gebäude, wo man sich mal hinter verstecken kann, da vorne. Okay, ich bin im Hover. War bis rechts von uns, wo die 4 Gebäude stehen, richtig? Das müsste. Ja, ich bin noch ein bisschen weiter hinten. Du hast mich schon ein ganzes Stück überholt. Ja, ich kriege hier nicht gebremst. Ich habe auf jeden Fall schon Infanterie gesehen. Ava-Mode on. Ich habe Sicht auf die Gebäude. Bin aber noch zu weit weg. 5,1, also in meiner Position. Ich schließe zu dir auf. Ich sinke, ich muss mal meine Lampen ausstellen. Ja, das ist eine gute Idee. Okay.
So, jede Menge Fußvolk, Farb in Sicht. Ziehen wir jetzt auf die Gebäude oder was machen wir? Ja, würde ich sagen, dass wir die Gebäude mal im. Dann ziehe ich auf das äußere linke. Ja, warte, lass mich eben mich vorbereiten hier. Okay, wir nehmen Hover. So, das ist die Hot ist eine Drahtgelenkte, ne? Also das ich ist muss so richtig, Ziel genau. Die ganze Zeit im Blick behalten. Ja, 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 ja. So ist es richtig. So, linkes Ziel erfasst. So, warte, gib mir mal eben eine Minute. Ball Cover open. Du hast das linke von den vier Gebäuden, ja? Genau, ganz links. Okay. 4,4 Kilometer, ist das nah genug? Das ist, ich glaube, das ist zu weit. Wir müssen dich daran. Das sind Gebäude davor. Oder wir wechseln nochmal die Position, dass wir da alles von einer Position aus bekämpfen können. Ich glaube, das werde ich machen. Daneben 4,5 Kilometer, also die beiden hinteren werden wir so nicht erwischen. Ja, ich fliege nochmal ein Stückchen vor, so dass ich dann das hintere Gebäude, dann kannst du die nehmen von deiner Position aus Reichweite. Und ich nehme die hinteren Gebäude. Und das vordere an der Straße ist... Oh scheiße, der Panzer ist hier. Fuck, 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 fuck. 3,86 wo? Wird beschossen, ich werde beschossen. Ich kann es dir nicht sagen. Ich habe ein paar Treffer eingesteckt, aber scheint alles noch in Ordnung zu sein. Ich muss, glaube ich, mich erstmal um diesen scheiß Panzer kümmern. Hast du gesehen, von wo der Schuss ungefähr kam? Ja, ich habe ihn sogar gesehen. Ich bin fast über den rüber geflogen. Oder ich bin über den rüber geflogen. Der ist wahrscheinlich hinter der Hügelkette, ja. Ich kann ihn vermutlich nicht sehen, ich steig mal höher. Flieg nicht weiter Richtung Farb. Ich werde mal höher steigen, vielleicht sehe ich ihn dann. Ah, ich glaube, er bewegt sich. Ich werde beschossen, schon wieder. Scheiße, irgendein Fußvolk schießt auf mich. Oh, kacke Mann. Noch keinen Sichtkontakt zum Panzer. Ich bin auf deiner 9 Uhr, wurde gerade beschossen. Meine Güte, was geht denn hier ab? Weiß nicht, was dich beschießt. Hier ist doch gar nichts. Die Soldaten. Scheiße, irgendwas stimmt hier nicht. Viel zu weit weg. Wir können doch mit Handfeuerwaffen nicht bis hierhin hinballern über 3,9 ja, Kilometer. Ja, ich bin relativ dicht zum... zum Farb geflogen, weil ich abgehauen bin. Sicht auf den Panzer kriege ich nicht. Ich werde schon wieder beschossen. Aber jetzt wollen wir ganz kurz gucken, dass wir den Dings hier wegkriegen. Der scheiß Panzer, der kotzt mich an. So. Oh, fuck. Bei mir platzt schon wieder irgendwas. Ich werde immer beschossen hier. Muss sein, dass der ganz rechts von uns steht? Ja, der ist rechts. Der müsste jetzt auf deiner, von dir aus gesehen, 2 Uhr. Der steht aber in so einer Senke drin, dass man den ganz schwer sehen kann. Mich wundert, dass ich hier noch so heile bin, ey. Ich werde schon wieder beschossen. Kannst du sehen? Back höher. Okay. Freundchen, jetzt bist du gleich erledigt. Ja, der schießt immer noch auf mich. Ich werde auch beschossen. Jetzt habe ich ihn. Ich habe ihn auch. Rifle. Splash. Aber er brennt. Er brennt? Gut, okay. Ich gehe runter.
Der hat mit seinem Hauptgeschütz hat er auf mich geschossen. Und ich habe sogar einen Treffer eingesteckt, also zumindest jetzt einmal ganz schön geplatzt bei mir. Ich hätte nicht gedacht, dass ich das alles überlebe. Ich hab echt viele Einschläge einstecken müssen. Ja, auch nicht gedacht. Normalerweise ist hier immer sofort Schrott. Okay, jetzt können wir uns, glaube ich, auf dieses kleine dreckige Farbdock konzentrieren. Aber du hast doch irgendwo noch Feuer gekriegt, oder? Ja, das war, als ich ausgewichen bin. Da steht irgendwo noch so ein einzelner Hoshi da zwischen den Bäumen, der hat mich beschossen mit seiner AK. Naja, selbst wenn ich den finde, ich habe ja nichts, um den anzugreifen. So, Panzer ist explodiert. Nee, das Fußvolk lassen wir auch links liegen. So, bin gleich auf neuer Position, um das Farb anzugreifen. So, 3,7 ist das nächste Gebäude von mir entfernt. Ich werde auch noch ein bisschen nach vorne müssen, glaube ich. Okay, ich habe Sicht aufs Farb. Aber Mode on, geslaved. Wechsel Position und sinke noch ein bisschen. Komma 6 Kilometer bis zum nächsten Gebäude. 2,6, okay. Was daneben? Welches Gebäude willst du dir denn jetzt so dann Nagel reißen? Direkt an der Straße habe ich jetzt angepeilt. Okay. Rechts. Direkt an der Straße rechts Also die da. beiden rechten nehme ich mir. Und das war 2,7 und 2,6 ist das von mir entfernt. Okay, ich nehme das ganz hinten. Und wäre auch feuerbereit. Ja, ich denke, ich auch. Mal gucken, ob der Schuss wirklich rausgeht, aber. Also du kriegst ja eine, du, die Feuerfreigabe wird dir in deinem Bildschirm mit so einem kleinen Viereck angezeigt, unten rechts. Negativ, dann habe Dann ich es wohl noch nicht aufgeschaltet, ne? du hast den Schlüssel einmal nach rechts gedreht, ja? Du hast da. Nee, habe ich noch nicht. Okay, unten den Schlüssel, der muss auf 2 Uhr stehen. Uhr oder auf Marsch? Auf 2 Uhr. Marsch ist für Nacht. Jour ist für Tag. Dann hast du deinen Drehregler, der muss ja noch eingestellt werden. Daneben. Ja, wo muss der hin? Der steht Den auf 0. stellst du auf 1. Wenn du den auf 0 drehst, wird das Kabel gekappt. Das heißt, stell den erst um, wenn du sicher bist, dass du deine Rakete ins Ziel gekriegt hast oder die explodiert ist, aus welchen Jetzt Gründen auch habe ich immer. so ein weißes Viereck, ja. Jetzt Das hast du ein steht aber weißes auf der Viereck. Seite. Genau, das steht auf der Seite. Und dann hast du eine Feuervorgabe. Okay, dann bin ich bereit zu feuern. Okay, dann würde ich sagen auf 3. 1, 2, 3, Rifle. Sehr schön. Splash, splash. Ich weiß nicht, ob wir die Gebäude mit unseren Hots kaputt kriegen. Scheint nicht der Fall zu sein. Okay. Jetzt muss ich das Kabel kappen und auf 2 drehen, oder Genau, was? jetzt stellst du einmal weiter auf 0, dann ist das Kabel gekappt und dann kannst du die nächste Hot anwählen. Feuer bereit. Nochmal dasselbe Ziel. Mal gucken, ob Ich wir habe jetzt die. das links daneben genommen. Ich nehme das gleiche nochmal und gucke, ob eine zweite Hot sie kaputt kriegt. Okay, bin feuerbereit. Feuer bereit. 3, 2, 1, Rifle.
nicht an zu brennen. Das sind voll die gepanzerten Dinger, du Scheiße. Ich würde sonst diesen kleinen Laster da mir unter den Nagel reißen. Wo ist er denn? Wenn ich dicht genug dran bin. Bin ich. Ich nehme den Laster hinten beim Farb. Ich habe nie mehr als einen Laster gesehen. War da noch einer? Negativ. Ich habe da nur einen Laster. Vorsicht, Axel, du kommst sehr nah ran. Ah, ich seh die. Okay. Na, okay, ich versuch's einfach mit dem Gebäude nochmal. Jupp, Rifle. Rifle. Und Splash. Zweite Rakete hat auch nichts gebracht. Jetzt habe ich noch eine. Die hau ich da jetzt auch noch rein. Und Rifle. Ja, das sind ultra die gepanzerten Häuser. Oder ja, irgendwelche Bunkeranlagen oder so. Die sind echt schwer zu knacken. So eine AC mit einer GBU 12 wäre jetzt cool. Ja, alle Hots sind ergebnislos abgefeuert. Und ich bin Winchester. Jo, me too. Dann kann ich den Quatsch hier ausmachen? So. Genau. Waypoint 2 sind 30 Kilometer bis nach Hause von meinem Startpunkt aus. Waypoint 2. So, ich muss erst wieder umstellen hier, ne? Genau. Nur 6 Kilometer ist bei mir Waypoint 2. 106? Ach, Waypoint 1 muss ich jetzt nehmen. Ich habe das auf 2 gelegt. Ja. Okay, Tank ist halb. Und ich gehe Fence in. Fence out. Wollen wir uns über der Straße treffen hier, wo das Fahrzeug fährt? Rechts? Sehe ich da nicht schon? Nee, ich sehe dich auf jeden Fall nicht. Ungefähr da, wo wir den Panzer geklatscht haben. Ja, dann fliegt mal der Straße schön tief nach. Ich warte hier unter den Bahngleisen oder so. Ich werde dann aufschließen zu dir. Bist du in etwas größerer Höhe schon? Ich bin auf 200 Metern. Ja, dann sehe ich dich, hab dich visual und bin ungefähr auf deiner, ja. Ach, über Position und werd beschossen. Bastard hier. Treffer kassiert. Siehst du mich noch? Ja. Aber müssen wir jetzt nicht nach links irgendwie? Ja. Ich drehe jetzt auch nach links ein hier durch das Gebirge. Nein, ich habe Standbild. So, jetzt geht's wieder.
schneller, du Assel hier. Kann man das hier irgendwie abwerfen da draußen? Nee, kannst du nicht. Ah, ich hab Sicht auf dich, alles klar. Hundertneunzig, bis jetzt kriege ich nicht schneller. Ne, das ist auch so die Standardreisegeschwindigkeit. Also man kann sie auch noch ein bisschen fels auf 200 hochpushen. Hochpushen, das hört sich auch an. Ne? Aber das ist so die Standardgeschwindigkeit von dem Ding hier. Ist halt langsam. Es ist halt die Mücke, ne? Dabei soll die doch eigentlich ziemlich schnell sein, die Gazelle. Eigentlich, ja. Wie gesagt, du siehst ja an der Geschwindigkeit über kurz hinter der 300 ist ja die rote Markierung, ne? Mhm. Diese rote Markierung solltest du niemals erreichen, sonst dreht sie sich einfach auf den Rücken und du stirbst. Und das geht tatsächlich sehr schnell, wenn du mit der L fliegst und bist du im Sturzflug und bist du voll auf dein Ziel fixiert. Dann wundert man sich plötzlich, was sie jetzt macht, weil du dich plötzlich auf den Rücken drehst und dann guckst du auf die Geschwindigkeit und bist bei 330 oder so. Dann, ja, ziemlich scheiße. Aber ich merke gerade, mit der Formation fliegen ist total cool. Es ist um einiges einfacher. Ich bin auf deiner 8. Und gleich bin ich auf deiner 9. Welche Höhe? Gleiche Weiter. Höhe. Der sitzt zwar weh. Den gewaltigen Rohren von der Heat fängt sich ja der Wind fast überhaupt nicht, wenn du vorwärts fließt. Nee, überhaupt nicht. Ist total windschnittig. Wo ist eigentlich Axel? Der ist so ruhig, man hört gar nichts. Ich bin auf 6 Uhr bei euch. Oh, cool. Okay. Ich gehe mit euch zurück. Ich war ja nur Beobachter. Beobachtungshubschrauber und Schiedsrichter. Also ein gutes Modul ist es, ich muss nur noch warm werden mit dir. Wenn nicht alles auf Französisch stehen würde, ne? Das Einzige, was halt noch mega nervt, ist dieser scheiß Soundbug, ne? Der ist es echt. Ja. Besser nicht sterben. Ja, genau, besser nicht sterben. Mal langsam ein bisschen an Höhe verlieren. Also die ist das Gegenteil von der Mi und vom Yui, ne? Du kannst die rauf und runter drücken und fast auf der Stelle anhalten. Also du kannst eigentlich schon, ja eigentlich, bis du über den Flugplatz bist und dann rechtwinklig nach unten gehen. Das ist der Scheiß egal. Okay.
bin seitwärts die ganze Zeit. Was denn? Hm? Was sagst du, du fliegst seitwärts? Ja, ich flieg so ein bisschen seitwärts die ganze Zeit. Also so nicht die Nase nicht nach in den Kurs gestellt, sondern so ein bisschen 5 Grad links oder so. Das, den Eindruck habe ich auch manchmal. Ich glaube, das ist einfach nur, dass man schief guckt. Ich habe auch manchmal den Eindruck, dass ich schief fliege, aber im Endeffekt komme ich trotzdem da, wo ich hin will. So. Ab nach unten. Sturzflug. Volle Pulle. Ein bisschen Gas geben. O280. Jetzt wollen wir mal langsam fahren hier das Ding. Oh! Was denn? Bin gelandet und nicht explodiert. Ja! Glückwunsch. Ziemlich kaputt und brenn durch auch. Naja. Werde ich noch viel üben müssen. Aber der Streckenflug hat schon ganz gut geklappt. Also mit Höhegeschwindigkeit, das hat eigentlich alles super funktioniert. Start ist auch okay, nur das Landen ist ein bisschen problematisch. Werde ich dann mal üben. Aber runter kommt man trotzdem immer irgendwie, ne? Ja, das sehe ich ja jetzt gerade. Ich weiß ja, gut, die EUs sind ja jetzt nicht so teuer. Ne? Mein Bausparvertrag auflöse. Mich würde mal interessieren, wie viel Geld ich hier in dem Spiel, also wie viel Geld das in Real Life wäre. Was wir schon geschrottet haben. Was ich schon so geschrottet habe, ja. Etliche K50. Da muss eine alte Frau lange verstricken. Das ist wahr. Jetzt fängt er an, hier ein bisschen rumzuzicken. Ja. Dann komm ich schon wieder ganz sanft runter. Das Land muss ich noch ein bisschen üben mit dem Vogel hier. Oh. Jawohl, das war doch ein erfolgreicher Flug. Ja. Besser nicht mehr dran rumfummeln jetzt. So, geht der Vogel aus. Schönes Training. Tschüss.